Du bist sehr weit entfernt von allem. Wo führt der Pfad hin? Mich führt er nach Süden. Fort von den Banuk. Jenseits des Grabhorts. Möge Banukai mich schützen. Das ist der schnellste Weg aus dem Schnitt. Und man muss nicht einmal durch Osseram-Gebiet hindurch. Und glaub mir, du willst schnell aus dem Schnitt heraus. Ich bin doch noch nicht einmal da. Warum sollte ich weg? Maschinenangriffe. Ein Fluch auf dem Berg. Das reicht, damit ich mich auf Meridian freue. Du gehst nach Meridian? Ja. Ich gehe als Gesandte zum Hof des Kaja-Königs. Wollte sonst keiner machen. Ist halb so wild. Ich singe einfach Lieder aus Ban-Ur und die Kaja malen lustige Glyphen. Ich berichte von der Wut der Maschinen und der König bietet Weiterhilfe an, die die Banuk ohnehin nicht annehmen werden. Welche seltsamen Maschinen? Und was für ein Fluch? Sie sind zäher und rasender als alles im Süden, sagt man. Und vom Berg steigt Tag und Nacht Rauch auf, wie von einem Scheiterhaufen. Doch wie gesagt, ich bin nur auf Durchreise. Was ist der Schnitt für ein Gebiet? Es liegt am Ende von allem. Am Ende von Ban-Ur, am Ende der Berge und am Ende anderer Stammesgebiete. Im Krieg mit den Kaja hat er gelitten. Aber zuvor auch schon. Es ist wirklich ein Test, dort draußen zu überleben. Nicht gerade gemütlich. Ich verstehe, warum du weg willst. Ein neues Zuhause finde ich überall. Tja, danke für die Warnung. Aber die Maschinen interessieren mich. Dann war die Warnung umsonst. Natürlich, ihr Abenteurer seid doch alle gleich. Viel Glück. So, wir starten dieses Let's Play Playthrough rein mit viel Klettern. Wahrscheinlich werden wir die Ladebildschirme überspringen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Danke, Eloy. Ich glaube immer auf, was ich nicht weiß, was am Boden liegt. Nur weil es am Boden liegt. Oh, Loot. Ja, Horizon Frozen Wilds. Da ist der neue Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Schon mal ein Intro-Fight zum Aufwärmen. Okay, ja, das ist die normale Schwierigkeit. Das ist im Schlaf. Im Schlaf. Oh! Ja, und ich hab's schon verschrien. Naja, dann doch nicht im Schlaf. Oh, die Torches sind noch drin. Die Heilung sollten wir auch wechseln. Was haben wir da? Bomben. Uff. Ich merke gerade, dass ich beim Aufwärmen erst bin und nicht gerade mal ein Eispfeiler, Schockpfeiler. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Schwächen erinnern von diesen Monstern. Ich werde wahrscheinlich gleich mal an die Schleuder wechseln, wenn ich sie finde. Das ist mal das Falsche. Und wahrscheinlich kriege ich mir jetzt schon meinen Arsch versohlt. Na danke. Ja, ich bin nicht bereit für den Fight. Wow. Was ist das für ein Intro-Fight? Das ist nicht das Aufwärmen, was ich erwartet habe. Ne. Wo sind meine Fallen? Runter. Wegrollen. Und wegrollen. Sehr schön. Weitere Falle und wegrollen und wegrollen. Komm in die Falle. Wo? Er ist nicht reingehupft. Komm, Falle. Ja. Nächste Falle. Das ist die Taktik. Fallen legen. Eieiei, das macht sogar die Falle hin. Warte mal. Und wenn ich irgendwo die... Da, diese Pfeile brauche ich. Ja. Das sind die richtigen Pfeile. Ach, eins. Eins. Da.
Bin ich schon besser aufgehört. Das hat mich trotzdem getroffen. Das war's fast mit meiner ganzen Heilung schon. Oh, okay, wie soll man da alles ausweichen? Ist gut, dass ich die normale Schwierigkeit gewählt habe. Wo ist diese Waffe? Da, nimm mal das Ding. Sturmgewehrschaden. Oh, was für ein schlechter Anfang. Was für ein schlechter Anfang. Komm. Hab ich zerlegt. Oh, wow. Oh, oh je. Wo sind die Heilungsgegenstände? Da ist eine Heilung. Das ist die gute Heilung. Oh, ich sollte wahrscheinlich mal in die Einstellungen rumfummeln dann gleich. Das war nicht der Anfang, den ich mir gewünscht habe. Bevor ich in das TLC reinhupfe, Metallscherben, was haben wir noch? Das wird zu schwer. Ja, Schockfalle, okay, darauf kann ich verzichten. Das raufklettern. Und das blaue Licht. Das meine Aufnahme ganz anders ausschaut. Ha, egal. Ein bisschen heller. Vielleicht ja nicht schlecht. Zwischendurch kann das Footage zu dunkel sein. Da das Spiel ja auch im Dunkeln spielt. Ja. Versucht man noch einmal ein scheides Intro zu machen. Ich habe das DLC einmal gespielt, nicht ganz durch. Und ich wollte spielen, bevor das neue Spiel rauskommt, weil sich ein ganzes Playthrough von dem ganzen Spiel natürlich nicht ausgeht. Dauert ja ewig lange. Ist es auf jeden Fall wert zwar, aber dauert ewig lange. Es wird auf der PS4 gespielt. Ich habe keine PS5. Daran kann es wahrscheinlich scheitern, dass ich vielleicht das neue Horizon kaufe. Hallo Ziege. Eine Fremde auf dem Berg! Jo, was ab? Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Das nennen wir es Begrüßung. Ganz klar. Können wir mal reinhupfen und Hallo sagen? Oder rollen in dem Fall? Kann ich das Stöhnen irgendwo ausstellen? Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Mir ist vom Klettern warm genug. Wer spricht hier? Ich sehe keinen. Hallo? Du hast zum Schnitt geschafft, Fremde. Aber du bleibst nicht lang. Ja, okay. Stein brauchen wir nicht. Nur einen kleinen Stein. Berg dort steigt Rauch auf. Und vom Dorf auch. Weswegen? Sieht gar nicht schlecht aus. Eines der besten PS4-Spiele, da kann man sich die Grafik schon ein bisschen in guten Zustand erwarten. Schaffe ich es darauf zum Looten? Metallschaden. Scharben. Der Berg raucht heute stärker als sonst. Jo. Ein böses Omen für das Ritual. Was sonst? Ich finde nicht, dass Blut unserer Jäger an Arataks Händen klebt. Er hat sie vor eine große Herausforderung gestellt. Das ist alles. So Hallo. Viele Jäger haben wir seit dem Krieg mit den Kaja nicht mehr verloren. Da ist was Großes im Gange. Fast das gesamte Dorf geht in Richtung des Rauchs. Vertraut Urea, sagen sie. Sie wird zu uns zurückkehren, sagen sie. Und doch warten wir noch immer. Okay, Storytime. Da wird viel gesprochen jetzt. Oder nicht? Gleich gibt's etwas Seltenes, Nora. Burgrind, Lieferant für Bedarfsgüter. Meistens verbrennen die Banuk ihre Toten. Aber nicht heute. Weil man die Körper nicht bergen konnte. Ja, scheußliche Sache. All ihre besten Krieger. Fort. Also werden sie diesmal anders verabschiedet. Mit Tanz. Brrrra. Oh, sorry. Nee, da war schon ein Bratrennen dabei. Yeah.
Greift eure Trauer, meine Jäger, und tötet sie! Die unseren erfüllten das Schicksal, nach dem alle Banuk streben. Sie fielen mit ihren Speeren tief im Stahl. Ihr Kampf ist nun zu Ende. Ihr habt ihre Seelen in den blauen Himmel aufsteigen sehen und hinaus ins blaue Licht. Doch unser Kampf beginnt gerade erst. Bald werden wir wieder Jagd auf den Dämon machen, der die Maschinen gegen uns aufhetzt. Und so frage ich euch, tragt ihr den Mut unserer Gefallenen in euch? Werdet ihr kämpfen und sterben, wie sie es taten? Mein Mut, mein Speer! Unser Blut in deinen Zähnen, Aratak! Wir sind Banuk. Unsere Feinde sind Beute. Ein Dämon, der die Maschinen aufhetzt. Maschinen, die ihre Stärksten getötet haben. Und was wollen sie tun? Wieder dort raufgehen. Narren. Ein kleiner Rat. Gratis. Aloy. Aloy. Ich bin seit 2 langen Wintern hier. Und ich verstehe die Banuk noch immer nicht. Dieser Krawall etwa. Er begann mit dieser Schamanin, Uria. Sie erzählte über Stimmen und Dämonen oben auf dem Donnerkamm. Also marschiert ihr Verak nach oben und die Hälfte wird getötet. Von Maschinen. Als Uria verschwand, dachte ich, dass der Wahnsinn auch fort wäre. Doch nein. Der große Aratakom rüstet auf, um es nochmal zu wiederholen. Oh, ja, das wird jetzt mal in der ersten Episode viel gesprochen. Mehr über dich. Du sagtest, du lebst hier schon 2 Winter? Ja. Zu Hause haben mir ein paar Fellhändler von diesem stahlverlassenen Zelthaufen erzählt. Gute Lage. Bereit für Veränderung. Wir kamen kaum über die Runden, bis der Ort wegen Uria belebter wurde. Ein großer Prophet kommt, sagten sie. Na, ich verstand Prophet. Großer Fehler. Nicht, dass die Banu geizig wären. Sie handeln nur lieber untereinander. Wenn wir nur einige überzeugen könnten, dann könnten wir diesen Ort berühmt machen. Oder wenigstens bekannt. Ich mag den Typen. Was? Wer ist wir? Wir? Ich und meine meine Gehilfin, Varga. Meine Gehilfin und meine Tochter. Wir verstehen uns als Geschäftspartner besser. Ihre Mutter wollte, dass ich ihr einen Beruf zeige. Sie fing an Waffen rumzubasteln. Also, wenn du eine Pause von dem Banuk-Treiben brauchst, schau bei ihr vorbei. Ihr seid beide... wie soll ich sagen... Frauen? Nein. Unabhängig. Du findest sie in Langkerpe, dem östlichsten Banuk-Lager. Aratak. Ist Aratak hier ein angesehener Krieger? Er ist ein Verak-Häuptling. Sein Wort wird respektiert, allerdings hört man es nicht oft. Er spricht so viel wie ein toter Fisch. Doch als er und Uria mit dem Verak herkamen, hat es mehr Banuk hierher verschlagen, als ich je sah. Weißt du, was ich noch sah? Meine eigene kleine Handelsroute, die sich bis zum Anrecht erstreckt. Und dann führt er sie in ihren Tod durch die Krallen wütender Maschinen. Na, so viel zu meinen besten Kunden. Oh, ja. Was sind diese Veraks, Burgrind? Eine Art Stamm im Stamm? Ah, nicht für unsere Clans zu Hause. Man wird dort nicht hineingeboren. Es gibt Prüfungen. Zeig, dass du in irgendwas besser bist und vielleicht erhältst du einen Platz. Manche Veraks kommen und gehen, manche sind so langlebig wie Metall. Das ganze Banuk-Gebiet, Ban-Ur, ist nur ein Haufen der größten, ältesten Veraks. Ich weiß nicht, ob ich weniger oder mehr verwirrt bin. Also, eine Sache ist sicher. Jeder Verak hat einen Häuptling und einen Schamanen. Sie treffen die Entscheidungen. Alles schön und gut. Nur, dass die Häuptlinge sturköpfig sind
und die Schamanen in den Wolken schweben. Falls ihr es soweit geschafft habt, die Intro, Diskussionen und die Vorstellung von den Charakteren wird sich ein bisschen ziehen. Das ist das, was ich vom letzten Playthrough meiner Spielesaison noch weiß. Aber weiter, Guera. Und Orea, sie sprach von diesem Dämon. Genau. Hat Aratak und den anderen erzählt, dass er auf dem Donnerkamm lebt. Und sie glaubten ihr. Aber du nicht. Also, ich weiß nicht, was Orea oben gefunden hat. Schamanen reden nicht mit Fremden. Die Maschinen im Schnitt werden bösartiger, das steht fest. Vielleicht durch den Dämon. Oder sie haben einfach alle Magenprobleme, was weiß ich. Aber Orea kann es jetzt nicht erklären. Sie ist weg. Und niemand weiß, warum. Was ist es an dem Banuk, das nicht zu verstehen ist? Alles ist eine Prüfung. Ein zu erduldendes Leid. Eine Herausforderung. Scheint, als ob sie keine Wahl hätten an so einem Ort. Ja, ein so unglaublich kaltes Land, voll mit wilden Tieren. Man würde meinen, dass sie preiswerte Hilfe annehmen. Ich habe versucht, sie zu überzeugen. Aber ein Banuk, der nichts mehr beweisen muss, kann auch einfach sterben. Kennst du vielleicht einen Mann namens Silence? Groß, ernstes Gemüt, Kabel in der Haut, wie ein Schamane. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber nur geflüstert. Wie ein Schreckgespenst, das die Banuk verdrängen. Ich weiß nicht, was geschah. Ich glaube, er hatte Ärger mit dem Konklave. Oder sie auch mit ihm. Konklave? Alle wichtigen Schamanen treffen sich von Zeit zu Zeit in Ban-Ur und reden über den neuesten Hokuspokus. Keine Ahnung, wie sie alle in ein Zelt passen, ohne dass sich ihr Kopfschmuck miteinander verhakt. Urea war schon mal dabei. Aber als ich fragte, wie es war, schaute sie mich nur böse an. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du sie finden. Und ihr Vertrauen gewinnen, schätze ich. Viel Glück. Ich wüsste gern mehr über den Dämon. Nur Gerede, Aloy. Oder steckt mehr dahinter? Etwas, was das Verhalten der Maschinen bewirkt. Dann musst du Urea finden. Zuletzt wurde sie auf dem Weg zum Eisfeilengebirge gesehen. Angeblich kennen nur Schamanen den Weg durch diese eisigen Gipfel. Aber ich weiß, wo du ihren Lehrling findest. Naltuk. Er geht Gerüchten nach. Nördlich des Flusses. Gerüchte? Nicht sehr gute. Plötzliche Angriffe im Schnee. Seltsame Strukturen. Es sei eine neue Maschine, wie sie noch nie gesehen wurde. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Vielen Dank, Burgrend. Nicht zu danken. Ob Aratak mir mich weit über aus dem Schnitt fortgeführt, aber sobald ich den Langhals im Eis sehe, fühle ich mich wieder zu Hause. Wer redet da über mich drüber? Steinfall wegen des kostenlosen Rats, Burgrend. Für dich gibt es ihn zweimal, aber nächstes Mal kostet er was. Okay. Bis bald, Burgrend. Das hoffe ich. Ich mag Stammkunden. Ja. Der Rauch, der vom Donnerkamm aufsteigt, hört niemals auf. Ach, weiter. Ich möchte von euch nicht mehr so etwas hören. Zweifel wiegt mehr als der Schnee einer Woche. Vergebt mir, mein Häuptling. Wir sind für den nächsten Versuch bereit. Aber das wird kein Versuch sein. Es muss gelingen. Versteht ihr das? Mein Häuptling. Gut. Irgendwer stöhnt im Hintergrund. Fremde. Ich nehme an, du willst reden? Du willst unbedingt zum Berg zurück? Darauf gab ich mein Wort. Und das trotz des hohen Risikos. Welches Risiko? Sterben? Es wäre ein schlimmes Schicksal, unsere Köpfe zu senken und zu sagen, zu viel. Kam dein Verak von diesem Ort? Nein, wir haben die meisten Jäger aus Ban-Ur versammelt, um den Dämon zu bekämpfen. Ich wurde hier geboren und habe die Kaja bekämpft, während andere in die Berge flohen. Ein paar meiner Krieger sind mir noch treu. Die überlebten. Dieser Dämon, von dem du sprachst. Wenn du zäh genug bist, dann wag dich raus und such selbst nach Zeichen. Er hat die Maschinen verändert. Sie wilder gemacht, stärker. Aber was ist er? Das sollen die Schamanen klären. Orea weiß von diesem Dämon. Wo kann ich sie sprechen? Sie macht Schamanenarbeit.
Nicht für die Augen und Ohren anderer bestimmt. Erst recht nicht die einer Fremden. Es gibt noch andere Viraks in Sangesgrund? Ja, das Dorf ist eigenständig und bietet den Banuk Handel und Schutz. Als der Krieg vorbei war, entstand es aus einem ehemaligen Lager, so schnell wie die Blüte zwischen Frösten. Vielleicht überdauert es, bis die Kaja wieder Krieg suchen. Gut, ich denke, das war's dann. Gut. Lieber Taten als Worte. Richtig. Ich jage schon seit vielen Jahren. Aber solche Maschinen, genug Worte hier geredet. Die zum Dämon gehören. Also kann ich. Lass auf mich zu unterbrechen. Oh, Wurstwetter. Sowieso jemanden finden, der interessant ist. So, Loot finden wir. Der Langhals im Eis? Ich frage mich, wie lange der schon da fest sitzt. Ja. Hey, Kuli ist ganz schön kratzbürstig. Aber bei so einem Talent kann man sich das wohl erlauben. Wo stelle ich die Stirne aus im Spiel? Okay, um zu erfahren, wie dieser Dämon die Maschinen beeinflusst, muss ich Urea finden. Und dafür muss ich mit ihrem Lehrling Fremde, sprechen. Warte einen Moment. Die Waffe von dir, Fremde. Der Speer. Ich kann das blaue Licht darin sehen. Du bist nicht der Erste, der Interesse zeigt. Ich hab sie gebaut. Dein eigener Entwurf? Und doch bist du keine Schamanin. Nein. Eher kreativ. Nicht jeder versteht den Funken im Metall, das Lied, das dem Metall innewohnt. Aber es könnte verbessert werden, modifiziert, mit der Hilfe der Alten. Nördlich von hier ist eine Höhle, ein Schacht im Schnee. Darin ist ein Nest von Metallvögeln. Finde einen Vogel, der noch vollkommen unversehrt ist. Such eine Schiene darin, die so lang ist wie dein Speer. Mehr kann ich nicht sagen. Eine Schiene von ein paar Metallvögeln besorgen. Nichts Ungewöhnliches. Okay, wir haben eine kleine Quest bekommen. Mal schauen, was sehen wir hier etwas? Fremde sehen in uns Jäger und Schamanen. Was Neues von der Jagd? Die Herde ist nicht weit vom Lager. Dieses Mal bleiben sie zusammen. Ich kann fast gar nichts mehr spüren. Ich wette, wir finden einen allein. In Ordnung, ich halte heute Wache. So viel wieder übereinander gesprochen wird, brauche ich wahrscheinlich gar nichts reden. Kann ich denn mit einem Schuss nennen? Ah, mit zwei. Puh. Ja. Das hebe ich mir für später auf. Ist ein kleiner Snack. Roh natürlich. Wie auch sonst. Okay, weiter zu den nächsten Gesprächen. Schau mal links rauf. Da ist ein Lagerfeuer. Ich wette, dass Erend hinter der Walsauslieferung steckt. Die Osseram halten schließlich zusammen. Was haben wir hier? Jemand zum Reden? Da ist doch irgendwo ein Händler sicher. Was führt euch Kaja so weit weg von eurer Heimat? Der Schnitt bietet gute Jagdgründe. Und Gefahren. Manchen sagt beides zu. Und sie bezahlen Leute wie mich, um sie zu führen. Diesmal ist es schlecht gelaufen. Und das trotz dieses Priesters, der die Zeichen lesen soll. Ich sagte, dass das Sonnenlicht rot war in der Nacht des... Aber dies ist meine Sorge, Jägerin. Mögen deine Pfeile ihr Ziel finden. Okay. Sonst noch irgendwas Interessantes hier. Fetter Jump. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Da ist es gut, eine Pause zu machen. Gibt's keine Pause für mich. Nur schlechten Schlaf. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Burgren sagte, dass Aureas Lehrling dem Fluss nördlich folgt. Hoffentlich nicht zu weit. Was haben wir hier drüben? Irgendein Vogel? Ich werde mal mit der Main Story weiterdrücken. Und schauen, ob ich Heilung auf dem Weg finde. Sicher, dass man das Stöhnen das nicht ausstellen Maltuk, kann? Der Ausschau nach dem Turm hält. Er sendet wohl einen Impuls oder Signal. Naltuk? Wer bist du? Wie kommst du hierher? Burkren sagte mir, du wärst hier. Er ist hartnäckig. Ich habe dem Osseram schon 1000-mal gesagt, ich will nichts von ihm kaufen. Oh, ich verkaufe nichts.
Ich suche nur nach Urea. Vergiss es. Wo sie ist, können nur Schamanen hin. Sie sucht Rat bei der Stimme im blauen Licht. Das ist ihre Aufgabe. Und ich soll die Handlungen des Dämons beobachten. Die Ausbreitung stoppen, wenn ich kann. Aber was mache ich gegen die Türme? Binnen Wochen verteilten sie sich im ganzen Schnitt. Die Energie des Dämons fließt durch sie. Ruft die Maschinen, repariert sie sogar. Aratak sagt, der Dämon soll Maschinen aufhetzen? Schau da, die mit der violetten Zeichnung. Sie gehören zum Dämon. Sie sind stärker, gefährlicher. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Verderbnis. Aber nicht durch euren Dämon. Wirklich? Dann weißt du mehr als ich. Diese Türme, waren sie Teil der Verderbnis? Nein, die sind mir unbekannt. Wie gesagt, sie stärken die Maschinen des Dämons. Wir müssen sie stoppen. Sagst du mir, wo ich Urea finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Urea jetzt hören will, aber nicht deine. Tut mir leid. Also gut, du willst die Ausbreitung des Dämons stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Fremde, warte! Sagst du mir deinen Namen? Aloy. Gut. Wenn dich die Maschinen erwischen sollten, kann ich Urea wenigstens ordnungsgemäß berichten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich versage nicht. Wenn ich fertig bin, dann erzählst du mir, wo sie ist. Naja, vielleicht werde ich doch was sagen. Aber erst in der nächsten Folge. Tschüss derweil.